Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Freitag, den 13. wünsche ich euch und wünsche ich natürlich ganz besonders dir. Ja, wir haben heute einen Freitag, interessanterweise den 31.10.2024, aber im echten Kalender haben wir einen Freitag, den 13., weil wir morgen Neumond haben. Interessant, der Reformationstag, ich habe hier ein bisschen was aufgeschrieben, vom 31.10.1517. Es gibt keine einzige historische Quelle, die diesen Tag als real bezeichnet. Das heißt, hier handelt es sich um eine Konstruktion. Warum es sich um eine Konstruktion handelt, wir werden es nie erahnen. Und ich erinnere noch einmal an diese wunderbare Bulle, die sozusagen den Weltherrschaftsanspruch stellt. Und hier haben wir auch ein sehr spannendes Datum. Auch rein zufällig, ja, wurde dieses Datum halt, Bonifatius der 7. oder 8., bitte. Ich habe auch nicht alles so im Gedächtnis, aber schauen wir uns vielleicht doch eher dieses morgige Neumondhoroskop an, welches es ganz gewaltig in sich hat. Und zwar, der Neumond findet im 8. Haus im Skorpion statt. Dazu kann man nur mal sagen, ja, Ohren anlegen, passt genau in die Zeit aller Heiligen, aller Seelen. Was wir hier auch, ja, was wir hier auch noch sehen, ist die Besetzung auf Krebsgraden, und zwar auf 9 Grad und 35 Minuten, das heißt, ja, von 37 bis 10 Grad auf Krebsgraden. Und was uns natürlich auch sofort ins Auge sticht, ist ein Aszendent Wassermann im festen Quadrat auf 9 Grad 17. Also das ist nicht einmal ein halbes Grad entfernt, 18 Minuten. Also eine ganz schwere Aussage für Deutschland. Das heißt, hier haben wir ein Quadrat auf die Hauptachse durch den Neumond. Und das ist meines Erachtens die Hauptaussage dieses Horoskopes, und ich möchte das gemeinsam mit euch ausarbeiten, und vielleicht errate ich ja ein wenig die Zusammenhänge. Neumond steht immer für einen Neubeginn, und dieser Neubeginn findet nicht nur im Skorpion, im intensiven Skorpion statt, also wo es natürlich auch um große Tiefe, wo es um schwere, um tiefe Emotionen geht. Der Mond ist natürlich hier im Vergleich mit diesen beiden Planeten der stärkere. Warum? Weil der Mond sich hier sowohl im Skorpion als auch im 8. Haus in der Triplizität zum Domizil im Krebs befindet, und gleichzeitig befindet er sich auf Krebsgraden, und das ist ein super Volltreffer. Die Sonne hingegen ist im natürlichen Quadrat zum Domizilzeichen Löwe, keine gute Besetzung, und dann im 8. Haus auch quadrierend zum Löwe-Domizil, und auch das ist eine sehr schwierige Besetzung. Also das heißt, im Vergleich mit diesen beiden hat der Mond eindeutig die Nase vorn und ist somit der Sieger, in dem Fall die Siegerin dieses Vergleiches. Das heißt, wir haben es mit intensiven, mit tiefen Gefühlen zu tun. 8. Haus, Tragödie, Tragik, Intensität, Leidenschaft, und natürlich hier auch im Skorpion noch einmal eine Multiplikation dieses Themas. Dann haben wir noch das Quadrat zum Aszendenten Wassermann. Wassermann, wenn ich ihn jetzt, Verzeihung, zum Mond im Vergleich nehme, dann bedeutet das natürlich einen starken Freiheitsprozess, einen Ausbruchsprozess. Wir wissen, dass Mond-Wassermann-Aspekte, insbesondere Quadrate, immer bedeuten, dass man eben Angst vor Nähe hat, Angst vor Enge hat, und dass hier starke Ausbruchstendenzen bestehen. Dieser Neumond betrifft daher Deutschland ganz besonders. Das ist sozusagen ein Neumond für Deutschland, und der schlägt sich wegen des festen Quadrates mit dem Aszendenten Wassermann ganz, ganz
herausragend, bemerkenswert, sehr intensiv. Das heißt, wir werden hier für Deutschland eine sehr intensive Phase ausgelöst bekommen. Wer ist wer? Zunächst einmal haben wir Mond als Herrscherin des sechsten Hauses, große Nebenherrscherin des fünften Hauses, was für mich bedeutet, dass das Thema sechstes Haus jetzt auch einem Wachstumsprozess unterliegt. Das heißt, das Thema Krankheiten, aber auch Arbeitsplätze und natürlich betroffen sind davon auch die niederen Beamten und niederen Behörden. Ja, da können wir hier natürlich auch das Machtthema ohne weiteres mit einbeziehen. Das siebente Haus von Sonne regiert, Spitze siebentes Haus befindet sich im Löwen, steht in erster Linie zum Beispiel ja, für Handelspartner, für internationale Verträge. Ich lasse es aber hier auch sehr stark im Zusammenhang mit dem Thema. Na, militärische Auseinandersetzung ist es nicht, sondern mit dem Thema Rest der Welt gelten. Militärische Auseinandersetzung möchte ich später noch ein wenig besprechen, weil da haben wir sehr pikante Details mit an Bord. Aber wir erkennen hier gleich, dass es in meiner Beurteilung, in erster Linie um das Thema Krankheit geht. Warum? Weil mit Mars besetzt ist das eine starke, intensive Besetzung, natürlich auch wegen der Mars-Pluto-Opposition, die dann am 3.11. stattfindet, also die sich jetzt noch stark aufbaut, die unheimlich stark präsent ist, die hier natürlich dann dieses Horoskop sehr schwer beeinflusst, insbesondere weil natürlich Mars und Pluto die beiden Herrscher des 9. Hauses sind. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Bleiben wir bitte hier bei der Aussage des Neumondes, das heißt, wir haben jetzt hier einen Neubeginn, es beginnt eine neue Phase und diese neue Phase ist eine sehr skorpionische Phase, eine leidensintensive Phase und es tut mir leid, wenn ich das auch so sagen muss, nämlich es passt leider exzellent zum Thema aller Heiligen, aller Seelen, Totengedenktage haben wir hier um diese Zeit herum, das heißt, wir haben hier das Thema Sterben, ja, ganz, ganz, ganz besonders stark vertreten. Und zwar ein Sterben, welches im Zusammenhang mit Krankheiten besteht, ja, ich würde eher sagen, im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Krankheiten, das ist wesentlich stärker, also du ahnst schon wieder, um welches Thema es geht und wir bekommen natürlich hier auch die Nachricht, Information, Botschaft herein, dass dieses Thema nicht nur Deutschland ganz besonders extrem betrifft, sondern siebentes Haus auch den Rest der Welt. Das heißt, wir haben hier eine außerordentliche Aussage in Bezug auf das Sterben von Menschen. Wie komme ich darauf? Wir haben sowohl den Aszendenten auf Krebsgraden als auch den Neumond ebenfalls auf Krebsgraden. Das heißt, dieses unselige Thema, von dem wir alle gehofft haben, dass es nicht kommen wird, das sogenannte Massensterben, dieses Thema wird meiner Beurteilung nach mit diesem Neumond ausgelöst. Also ein sehr schwierig besetztes Thema. Parallel dazu einhergeht, sechstes Haus steht natürlich auch für Arbeitsplätze. Siebentes Haus betrifft natürlich insbesondere auch die Handelspartner von Deutschland, keine Frage, weil das ist das Deutschland-Horoskop. Das heißt, wir kennen aus diesem Neumond auch einen starken Niedergang auf dem Arbeitsmarktsektor. Immer mehr und mehr Leute verlieren ihre Berufe, ihre Jobs, immer mehr Menschen kommen in prekäre Situationen und kämpfen ums nackte Überleben. Das steht auch in diesem Neumond drinnen und auch das betrifft Deutschland ganz herausragend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein anderes Land gibt, welches so ein intensives Quadrat zum Aszendenten hat, wie wir es hier im Deutschland-Horoskop vorliegen haben. Das nächste Thema. Es kann auch durchaus sein, dass wir hier die niederen Behörden haben. Die niederen Behörden im 8. Haus wäre das dann eine extreme Machtausübung, 8. Haus und Skorpion, gegen die Bevölkerung, gegen die Menschen, wegen der Krebsgrade auch hier. Das ganze Land ist davon betroffen und gleichzeitig kann das hier mit dem 7. Haus in Konjunktion natürlich auch heißen, dass auf der ganzen Welt sozusagen hier die Behörden jetzt regelrecht Amok laufen werden. Schauen wir uns die Bevölkerung selber an. Spitze 4. Haus steht bemerkenswerterweise
ebenfalls, ja, ebenfalls, ich hoffe, ich habe das richtig erraten, auf Krebsgraden mit 8 Grad, 24, wie gesagt, von 7 Grad, 30 bis 10 Grad haben wir auch die Krebsgrade. Das heißt, das Achsenkreuz, Aszendent und Meridian befindet sich auf Krebsgraden. Eine sehr starke Aussage, das heißt, dieses Horoskop zeigt mir mehrfach, dass die Menschen in ganz besonders überdurchschnittlichen Ausmaß von diesem Horoskop direkt angesprochen werden. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, gut, die Astrologie ohne Menschen ist ein bisschen schwierig. Ja, 1:0 für dich, du hast natürlich recht. Ja. Eine Astrologie ohne Menschen ist ein bisschen schwierig, dann würde die Erde quasi nur als Felsbrocken im Weltall herumtaumeln oder rotieren oder was auch immer. Und die Aspekte würden einer nach dem anderen eigentlich sinnlos verpuffen. Wir haben hier Bevölkerung, Merkur, Herrscher des vierten Hauses, aber auch eingeschlossener Herrscher des siebten Hauses. Das heißt, wir haben hier wieder einen globalen Effekt. Es wird wieder das Thema weltweit angesprochen. Weltweite Bevölkerung, Wachstum. Das heißt, hier kulminiert jetzt etwas. Und was kulminiert hier auf welchen Graden? Wir sehen Merkur auf 28 Grad 13. Das sind bereits Fischegrade von 27 Grad 30 bis 30 Grad. Was ist die Aussage dahinter? Naja, Aussage dahinter ist, dass hier mit großem Idealismus, mit großen, sagen wir, romantischen Vorstellungen vorgegangen wird. Und im 9. Haus Herrscher von 4 in 9 bedeutet auf jeden Fall ein großer Freiheitsdrang der Menschen, aber natürlich auch ganz besonders ein großes Gerechtigkeitsbedürfnis. Die Leute wollen endlich die Gerechtigkeit haben, die ihnen zusteht, und natürlich auch 9. Haus steht für die Wahrheit. Die Achse 3-9 ist ebenso stark besetzt wie die Achse 6-12. Interessant ist, beides merkurische Achsen, 3. und 6. Haus, Zwillinge und Jungfrau, und die starke Bezwölftung des Plutos, probieren wir es nochmal, die starke Besetzung des 12. Hauses mit Pluto geht natürlich hier in Resonanz mit Merkur im Skorpion auf Fischegraden. Gleichzeitig bildet Merkur mit Pluto ein Sextil, ein Trigon mit dem Mars, eine Opposition mit Uranus. Das heißt, wir haben hier die Horoskop- oder Aspektfigur des mystischen Rechtecks oder auch des Briefumschlags, des Kuverts, wie du es auch möchtest, kannst du auch sagen Quader, aber Briefumschlag gefällt mir deswegen sehr gut, weil wir sehen hier eindeutig, dass das Briefkuvert geöffnet wird, denn auch Neptun passt in dieses Aspektgebilde zwischen Merkur, Mars, Uranus und Pluto als 5. In der Runde, ja, nicht der 3. im Bunde sozusagen, gestattet mir die Bitte, in eurem Bund zu sein, der 5. Das ist hier der Neptun. Neptun öffnet offensichtlich diese Büchse der Pandora und hier spielt sich jetzt weltweit Gewaltiges ab, denn dieses mystische Rechteck ist ein Effekt, den wir weltweit haben, weil hier keine Häuserspitzen, also Kardinalenhäuserspitzen, Aszendent Meridian betroffen sind, sondern weil es nur aus Planeten gebildet wird. Das heißt, wir haben mit der morgigen Auslösung dieses Neumondes einen gewaltigen globalen Schub in Richtung Merkur, Uranus, Revolution, Ausbruch, Uranus, Aszendent Wassermann, Ausbruch, Herrscher von 1 in 3, das 3. Haus steht für die Straßen. Ja? Also das heißt, wir können hier herauslesen, dass sich hier auf den Straßen einiges abspielen wird. Merkur, Uranus, die Bevölkerung, Freiheitskampf, Straße. Und gleichzeitig haben wir dieses bombastische Mars-Pluto-Oppositionsgebilde, was hier natürlich auch für eine Multiplikation der Gewalt steht. Warum? Weil wir es hier mit einem sehr stark emotional aufgeladenen Mars zu tun haben und einem applikativen Aspekt. Während hier diese Opposition schon gestern stattgefunden hat, also separativ ist, das heißt, dass
Merkur aus der Opposition bereits herausläuft, aber natürlich noch vorhanden ist, sehen wir hier bei Mars, Pluto nach wie vor die Annäherung, das heißt die Verschärfung, das Zuspitzen dieses Aspektes. Mars 29.04 und Pluto 29.44. Hier fehlen noch 40 Minuten und dann zündet die Bombe. Warum ist dieser Mars so gefährlich? Weil er extrem emotional ist. Das heißt, er befindet sich nicht nur im Krebs, sondern auch auf Fischegraden. Hier haben wir ihn noch nicht in Vakuumposition. Er wird erst in die Vakuumposition dann hineinlaufen. Noch befindet er sich quasi nur auf Fischegraden und das macht ihn eben so unglaublich gefährlich. Und die Wut sozusagen kommt hier hoch aufgrund der Thematik Krankheiten, Maßnahmen und Lüge und Betrug. Und jetzt kommen wir natürlich, wenn es ums Thema Betrug geht, dann schauen wir immer gerne aufs zweite Haus. Ja, das zweite Haus, es hängt immer irgendwie mit dem Betrugsthema zusammen. Und da wissen wir, dass wir kennen das betrugte Papier. Ja, früher hat man gesagt, ja, das Geld ist wertlos, aber das ist mittlerweile schon Geschichte. Mittlerweile sind wir schon so weit, dass die Leute sagen, ja, die Papierscheine sind etwas wert. Wir müssen uns die Papierscheine, die vollkommen wertlosen Papierscheine, müssen wir uns bewahren. Die sind kostbar, weil es immer mehr und mehr virtuelle Währungen gibt, weil es immer mehr Kryptos gibt und ich sage dazu immer nur eines, wenn du dich nicht auskennst, lass die Finger davon. Ich warne dich davor, ja, wo die Leute sagen, naja, das ist Freiheit und Unabhängigkeit und wir sind sozusagen dann das ganze Gesocks sind wir los. Weißt du, dass BlackRock bei zum Beispiel diversen Währungen, Bitcoin, was auch immer, groß eingestiegen ist, groß, ja. Und wenn man sagt, ja, Freiheit, Freiheit, glaubst du, dass hier die Abhängigkeit von Smartphone oder von Computer Freiheit bedeutet? Oder glaubst du, dass hier sozusagen die Abhängigkeit der Tatsache der Existenz einer solchen Währung Freiheit bedeutet? Ich habe es waren 8 Videos, die ich hochgeladen habe, über eine Dienstleistungstauschbörse, wo die Verrechnungsgröße 1 Minute ist. Für 1 Minute brauchst du keinen Laptop, keinen Smartphone und keinen Dritten, der irgendeine Pseudowährung, Ethereum oder wie das Ganze heißt, oder was nicht, Panda oder wie sie sich alle nennen, gibt es ja tausende Kryptowährungen. Ja. Du bist von niemandem abhängig. In der Dienstleistungstauschbörse lernst du analog Menschen kennen und hier wird dann auf Minutenbasis abgerechnet. Wahnsinn. Ohne Zinsen, ohne Tauschbörsen, Gebühren, einfach so, wo Menschen miteinander tauschen auf der Basis von 1 Minute. Das ist analog und hat Zukunft. Alles, wo du abhängig bist, insbesondere von elektronischen Geräten, kann ich dir von meiner Beurteilung nur sagen, Hände weg. Aber das musst du selber entscheiden. Wir sehen hier in diesem Horoskop Folgendes. Betrug, zweites Haus. Spitze, zweites Haus steht im Widder, sehr impulsiv, sehr nervös, sehr gereizt, obendrein noch auf königlichen Löwegraden. Gleichzeitig sehen wir den Mars als Herrscher des zweiten Hauses im sechsten Haus, das heißt, wir haben große Schwierigkeiten für die Währungen. Gleichzeitig ist Mars, also für Euro. Hier ist aber das neunte Haus auch mit an Bord, die USA. Das heißt, dieser Mars steht auch für den Dollar. Und hier sehen wir gleichzeitig, dass es in den USA große Schwierigkeiten gibt, sechstes Haus, und dass wir es auch hier mit einem starken Auflösungsprozess zu tun haben. Ich schaue nur mal, ob wir hier Waage gerade haben auf 9. Haus 1653. Ja, das ist von 15 bis 17 Grad Waage gerade. Im Skorpion ist natürlich eine schwere Verspannung und natürlich eine Oppositionsverspannung. Stier, ich berichtige nicht Stier, das ist Waage. Waage ist hier, das ist ein Halbsextil. Waage-Skorpion-Spannung und das heißt, wir haben es hier natürlich mit großen Turbulenzen in den USA zu tun. Häuserspitze im Skorpion zeigt mir auch immer, dass es sich hier um starke Machtkämpfe derzeit handelt und ein starker Auflösungsprozess und ein starker Orientierungslosigkeitsprozess wegen Pluto, zweiter Herrscher von 9 in 12, ebenfalls in den
USA. Aber natürlich auch 12. Haus steht für große Machtspiele, also nicht Machtspiele, Manipulationen, Betrug im Zusammenhang mit Marsherrscher des zweiten Hauses, das Geldsystem. Ja, wir haben hier ein Wort noch zur Uranus-Herrscher von 1 in 3, rückläufig Spitze drittes Haus im Stier. Und wir sehen, dass das Thema Wirtschaft, Handel und Industrie sehr, sehr wichtig ist, dass das eine herausragende Position hat. Wir sehen aber gleichzeitig das dritte Haus auch mit dem 8. Haus in Verbindung. Herrscher von 3 ist die Venus in 10, aber auch Herrscher von 8 in 10. Das hat wieder eine doppelte Botschaft. Wir sehen hier im Bereich der Stadtzipaten, dass es hier einerseits um eine starke Manipulation durch Worte und Medien handelt. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass hier der Niedergang 8. Haus der Wirtschaft hier einen massiven Einfluss auf hier die Führungsebenen hat. Und das Gebilde, was haben wir da? Baut sich hier eine Opposition? Ja, da könnte sich eine Opposition aufbauen zwischen Venus und Jupiter, und die ist eindeutig auch schon aktiv. Die hätte ich fast übersehen. Wir haben hier Venus, Jupiter. Venus, Jupiter steht natürlich immer für Genusssucht, für Übertreibung, das heißt sich überfressen. Und interessant an diesem Horoskop ist, dass wir hier drei Oppositionen haben: Merkur, Uranus, Mars, Pluto und Venus, Jupiter. Wir wissen, Oppositionen stehen auch immer für das Bilden von Kompromissen, das heißt sich nach der Decke strecken, das heißt nicht mehr den Wünschen folgend läuft alles, Wunschvorstellungen, sondern wir sehen hier eindeutig eine unglaublich starke Kompromissbildung, das heißt, es wird wahrscheinlich dann zu den furchtbaren Vorfällen kommen, dass es im Supermarkt keine Erdbeerjoghurt mehr geben wird, und du wirst dich darauf einstellen müssen, dass es vielleicht dann eine Heidelbeerjoghurt werden wird. Scherz beiseite, aber mit realem Hintergrund. Ich lese hier natürlich heraus, dass es für die Wirtschaft große Probleme gibt. Das heißt, wir sehen hier aus dieser Besetzung 3. Haus, 8. Haus, 10. Haus, Jupiter. Wir sehen, dass hier jetzt das Warenangebot deutlich ausgedünnt werden wird. Das kann ich hier aus dieser Venus-Jupiter-Opposition herauslesen. Jupiter im 4. Haus bedeutet, dass natürlich die Bevölkerung nicht, wer sonst, ja, weiß nicht, die Fahrräder werden davon wahrscheinlich nicht so betroffen sein, wenn es weniger Joghurt im Angebot geben wird. Aber wir sehen hier ganz eindeutig große Schwierigkeiten in der Versorgung. Ja. Ich weiß, man sagt Versorgung 2. Haus, aber Wirtschaft, Handel und Industrie hängt auch untrennbar mit dem Thema Versorgung zusammen. Und hier natürlich das 2. Haus hat immer wieder die Aussage der Sicherheit. Und wir sehen auch hier die Opposition Mars-Pluto ist der Verlust der Sicherheit. Also hier haben wir es mit großen, schweren, intensiven Themen zu tun. Wir haben auch Saturn, eingeschlossenen Herrscher des 12. Hauses im 1. Haus. Das heißt, in Deutschland eine stark latente Unsicherheit, Ratlosigkeit, Planlosigkeit, Orientierungslosigkeit, wie wir das so oft in den letzten Horoskopen hatten. Und natürlich Neptun, eingeschlossene Herrscherin von 1 in 1, auch mit einer unheimlich starken Verunsicherung. Aber Neptun bringt hier auch ein positives Momentum mit dazu. Es ist eine Art kosmische Harmonisierung, welche derzeit läuft. Und natürlich hat Neptun positiv auch, dass man Ideale hat, dass man Wunschträume hat, dass man hier sozusagen starken theoretischen Konzepten folgt. Also das heißt, großer Idealismus ist natürlich mit Neptun verbunden. Und wir hatten die Aussage Idealismus auch hier mit Merkur, Herrscher des 4. Hauses, im 9. Haus auf Fischegraden. Sowohl das 9. Haus als auch die Fischegrade sind stark idealistisch. Also das heißt, hier sehen wir, dass die Leute jetzt auch von großer Freiheit träumen. Ja, das war, glaube ich, mit Hans Albers ein legendärer Film, Die große Freiheit. Also das heißt, wir sehen hier ein durchaus schwieriges Horoskop. Ich würde sagen, ich wähle meine Worte in dem Fall sehr bewusst, ein furchtbares Horoskop. Ja. Bitte tut mir leid, wenn ich das so sage. Mir gefällt die Besetzung 6. Haus, 8. Haus überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Also das ist ein Neubeginn. Das heißt, hier könnte es jetzt bedeuten, dass es jetzt erst richtig losgeht mit dem 8. Haus, mit dem Sterbethema. Das ist meines Erachtens die Kernaussage, und die wird Deutschland massiv
treffen. Tut mir leid, wenn ich das sage, bitte um Vergebung. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte dabei bleiben, dass ich das sage, was ich sehe. Und ich bemühe mich auch, die Worte halbwegs so zu wählen, dass sie der Zensur nicht anheimfallen. Gelingt mir bis dato hoffentlich ganz gut. Wir haben morgen den 1. November 2024, was natürlich nicht der Fall ist. Wir haben in dem Fall aber wegen des Neumondes zufälligerweise tatsächlich einen Neubeginn. Also stimmt der Erste. Der Erste ist auf jeden Fall richtig. Ja? Und interessanterweise handelt es sich hier um Pluto bei dem Neubeginn. Und Pluto hängt tatsächlich mit Achterhaus, Skorpionbesetzung, sehr intensiv zusammen. Ein Volltreffer. Die zweite Zahl ist die 12. Die 12 ist der Gehängte. Das heißt, das Leben steht Kopf. Wir haben es mit einer prekären Situation für die gesamte Menschheit zu tun. Auch richtig, korrekt, hundertprozentig richtige Aussage. Die dritte Zahl. Ja, es ist dir aufgefallen, ich habe eine neue Karte. Ja, da habe ich im Schweiße meines Angesichtes habe ich da diese Karten angefertigt. Das hat mir 2 Stunden Arbeit gekostet. Ja, möchte ich nur zum Rande erwähnen. Na, die alte 14er Karte war mir zu abgeschmuddelt. Habe ich halt eine neue. Bitte um Vergebung. 14 bedeutet natürlich die Bescheidenheit, la Temperance. Das heißt, wir haben es hier mit einer schwierigen Situation zu tun, die auf uns zukommen wird, denn wir haben hier herausgelesen, Uranus, Herrscher von 1 in 3, Wirtschaft, Handel und Industrie, 8. Haus, wir haben hier große Lieferengpässe, wir haben große Schwierigkeiten, das heißt, hier kommt einiges auf uns zu. Was ist die richtige Schlussfolgerung daraus? Richtig, du kaufst dir noch 3 Säckchen mit Müsli, Haferflocken, Knäckebrot, Konservendosen, Trinkwasser, Lebensmittel, die eben länger haltbar sind, die das Jahr 2026 als Mindesthaltbarkeit draufstehen haben, denn das Jahr 2025 wird sehr spannend werden. Die 16 haben wir als die große Katastrophenzahl, Zusammenbruch. Erkennen wir hier einen Zusammenbruch? Naja, Katastrophenzahl, Zusammenbruch, Uranus, Geburtsregent, wenn auch rückläufig, nach wie vor in Opposition zum Merkur, Herrscher des 4. Hauses. Ja, natürlich. Natürlich sehe ich hier einen massiven Zusammenbruch, insbesondere wegen Mars, Pluto. Das gefällt mir gar nicht. Ja. Mars, Pluto, ein grauenhafter Aspekt. Und wir haben als letzte Zahl die 20. Ja. Die 20, das Gericht, zeigt uns ein gigantisches Ereignis. Ja. Da kommt Großes auf uns zu. Als positive Aussicht, als Verheißung, haben wir als letzte Zahl Juchheisasa, Neptun, die 2, die kosmische Harmonisierung. Letztendlich ist all das, was jetzt in den nächsten Monaten geschehen wird, bis zum Jahr 2026, wenn dann hier der große Übergang ziemlich abgeschlossen sein wird. Die Auswirkungen werden noch 30, 40 Jahre dauern, gar keine Frage. Aber die großen Geschichten, die werden jetzt 2025 gelöst werden. Aber jetzt 2024, jetzt geht es schon los. Und dieses Horoskop, Neumond-Horoskop, zeigt uns, ja, es geht jetzt tatsächlich los. Das ist ein wirklich massives Horoskop. Schauen wir uns die neue Zahlenreihe an. Vielleicht können wir hier auch etwas herauslesen. Wir haben morgen den 10. ist es so, ich schaue nochmal sicherheitshalber, ja, natürlich ist es so. Natürlich ist es so, weil 9 Grad 35 ist der 10. Grad des 8. Monats Skorpion im um 282 Jahre korrigierten Jahr 1742. Wenn du 1742 mit 282 addierst, kommst du auf 2024. Wir haben die Zahlen 10, 18, 19, 26, 30, 32 und daraus resultierend die 5. Die 10, das Rad des Schicksals, eine schicksalsträchtige Begebenheit, das heißt, hier haben wir es mit einer sehr, sehr wichtigen Auslösung zu tun und hier natürlich Sonne an Bord passt tausendprozentig und spannenderweise an zweiter Stelle die 18. Die 18 steht auch für den Mond. Du weißt ja, in den Tarotkarten ist die 18 der Mond, das heißt, wir haben bitte in der neuen Zahlenreihe Sonne. Hier ist die Sonne und das ist der Mond. Also das ist sehr bemerkenswert, ja, dass wir hier den Neumond in der neuen Zahlenreihe drinnen stehen haben. Die 18 steht für Täuschung. Man hat sich täuschen lassen, lügen und betrügen lassen. Belügen lassen, genau. Und
das ist auch das Ende der Täuschung. Das heißt, hier geht es natürlich stark wieder bergauf. Die 19, ja, wie gesagt, 19, die 26. Die 26 zeigt uns, dass es ab dem Jahr 2026 steil bergauf geht. Wir haben hier die 19, wieder ein Hinweis auf die Sonne, eine gewaltige Schutzzahl. Das heißt, wir sind von oben beschützt. Das heißt, diejenigen, die hart an sich gearbeitet haben, die hier großes Leid auf sich genommen haben, die werden jetzt belohnt. Diejenigen, die es sich leicht gemacht haben oder eben genötigt wurden oder was auch immer, die werden jetzt natürlich große Probleme haben, weil sechstes Haus, achtes Haus ist keine schöne Aussage. Die 26 heißt natürlich, man wollte es sich leicht machen, man wollte eine Abkürzung nehmen, ja, und jetzt muss man große Umwege in Kauf nehmen. Das heißt, jetzt wird abgerechnet und das ist eine neue Phase, auf der wir jetzt, ja, auf der wir jetzt zufahren, wo wir uns jetzt hinbewegen. Die 30, eine, naja, kann man sagen, ein bisschen eine Schutzzahl, aber auch eine Zahl der Regeneration, harmonische Zahl. Das heißt, hier haben wir ein starkes Rückzugsbedürfnis, was ich jetzt aus diesem Horoskop mit Aszendent Wassermann, mit Merkur, Herrscher, viertes Haus und Opposition, drittes Haus, jetzt nicht so sehe. Aber das sehe ich auf jeden Fall. Die 32, die kleine Rüttelzahl, bitte aufpassen auf all das, was du tust und was du unternimmst. Es könnte derzeit ganz schön gefährlich werden. Die 5, Jupiter, das steht jetzt für, sagen wir mal, das erspare ich mir, was da steht. Jupiter, der Hierophant, das heißt, hier geht es um höheres Wissen, um Freiheit und auch um Gerechtigkeit. Und ja, ich habe natürlich, das gebe ich einmal alles weg, das gebe ich auch weg, ich habe natürlich vergessen, ja, das ist, weil das zum ersten Mal ist, ja, das ist zum ersten Mal, schauen wir mal, dass wir auf Öffnen, schauen wir, bin immer neugierig, bin selber immer überrascht, was jetzt hier auftauchen wird. Aha, da kommt nichts, das ist spannend. Doch, da kommt etwas. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lautstärke drehen wir hier auf 0. Genau. Du weißt, was jetzt kommen wird. Bitte um 19.50 Uhr, wenn du so gut bist, bitte wieder unsere 1, 2, 3 magischen Minuten visualisieren, Liebesenergie schicken, harmonische Energien schicken, einfach angenehme Bilder, schöne Bilder, in denen du dich wohlfühlst. Verzeihung. Dadurch speist du in unser gesamtes energetisches Gefüge gute mentale Energien ein und das bedeutet natürlich auch, dass sich dann diese positiven Mächte, positiven Kräfte, dass die positiven Mächte durch unser positives Visualisieren unterstützt werden und ich habe immer wieder gesagt, wir haben gewonnen, nur eben müssen wir jetzt diesen Sieg auch sozusagen am Spielfeld jetzt erreichen, wird ein bisschen rumpeln die nächsten Wochen und Monate. Wir sehen in den USA am 5.11. einen Wahltermin, da wird es sich dramatisch abspielen, das kann ich dir jetzt schon garantieren. Und das wird auch hier bei uns in Europa deutliche Folgen zeitigen. Bitte bleib so gut du kannst in deiner Ruhe und Gelassenheit und aus dieser Energie heraus wird alles gut gehen. Wir harmonisieren in dem Sinne ein angenehmes, großartiges Wochenende und bitte aufpassen, heute haben wir einen Freitag, den 13., morgen haben wir einen keltischen Saturntag, das heißt, das sind schwierige Tage und unsere Mitmenschen werden unter diesen Energien, mit Verlaub, wenn ich das so sage, insbesondere unter Mars, Pluto, regelrecht und natürlich Merkur, Uranus, regelrecht verrückt sein. Die Nerven liegen blank, die Leute explodieren wegen der kleinsten Kleinigkeit, bitte aufpassen, defensiv auch im Straßenverkehr zurückhalten. Du weißt, die Leute sind derzeit unter massivem Druck. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.